lieber. Ausatmen! Ausatmen! Und auch die Ulla Kock am Ring. Wir küssen. Die zieht sich gern mal so ein Ding. Bei der Nahrungsaufnahme versteht dieser Kiffer keinen Spaß. Mittlerweile sehe ich meinen Dealer öfter als meine Mom. So, es ist ein Text, den ich vorlese. Sie können da auch mitklatschen. Vielleicht auf dem A oder so, ich weiß es nicht. Hören Sie selbst. Wenn man Haschisch auf Kakao auflöst, dauert's. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mal Oberhemden gebügelt habe, als das Zeug dann zu wirken begann. Ich stand da und spürte plötzlich, wie mir ein bisschen die allgemeinen Abläufe entglitten. 5 Minuten später hielt ich meinem Bademantel einen flammenden Vortrag darüber, was das doch für eine scheißgefährliche Kiste sei, ein Bügeleisen so zu konzipieren, dass die Unterseite brüllheiß wird. Das wäre ja wohl genauso wie Schakale auf dem Balkon. Genau so. Schakale auf dem Balkon. Find da mal einen, der so bekloppt ist, rauszugehen und Bier reinzuholen, der wird ja sofort aufgefressen. Ich rief Uwe an. Uwe meinte, er könne sich damit nicht befassen, er kiffe momentan und arbeite parallel an der Brettspielversion von World of Warcraft und fragte mich, ob ich wüsste, wo man für das Spielbrett 40.000 Quadratmeter bedruckbare Pappe herkriegt. Ich sagte, die Idee sei dämlich, da wären sie meinen Schritt voraus, die würden jetzt die Sims mit richtigen Menschen bringen und hätten schon angefangen, Castrop Rauxel komplett abzusperren. Da kommt keiner mehr rein, aber wozu auch? Und Städte, die mit C anfangen, sind eh nichts. Das sieht man ja an Köln. Und wen oder was wir jetzt den Schakalen auf den Balkon schicken. Und überhaupt, Uwe, das Bügeleisen mit unten total heiß. Welcher Gaskranke denkt sich so einen gefährlichen Unsinn aus, nur wenn man sein Hemd glatt kriegt? Da kann ich genauso gut eine fette Frau fragen, ob sich für einen Zehner halbtags über meine Klamotten wälzt. Das ist wenigstens nicht so gefährlich. Und überhaupt, was heißt, du kiffst, krieg ich mein Leben in den Griff. Und dann legte ich auf. Ich habe dann aufgehört zu kiffen und direkt mit dem Schreiben angefangen. Erfolgsorientiert. Hab direkt einen Gruselroman geschrieben. Thema Werwölfe. Krasser Trend. Ich schickte dann den Romanentwurf an ein großes Verlagshaus und schon nach 4 Tagen bekam ich eine Absage. Die hatten sie ja wohl nicht mehr alle. Mein literarischer Ansatz zum Thema Werwölfe war frisch und neu. Die bekannte Grundidee fußt ja darauf, dass Werwölfe tagsüber normale Menschen sind, die sich nachts in reißende, hirnlose Bestien verwandeln. Klar. Mein Ansatz besagte, dass es andersrum ist. Tagsüber sind das ganz normale Wölfe. Schön im Zoo, fressen Zeug, pissen ans Gitter, ganz normales Wolfsprogramm. Bei Vollmond jedoch verwandeln sie sich in irgendwelche Leute, die nackt herumstehen und natürlich, weil ein Wolf ja tagsüber nichts für seinen Kopf tut, zum Kacken zu blöde sind. Die schlendern rum, die Rübe leer wie nur was und beherrschen unsere Sprache nur so rudimentär, also nur Kram, den sie von anderen Zoobesuchern aufschnappen. Mit baumelnden Geschlechtsorganen eiern sie durchs Gehege, klopfen sich auf Zigaretten ab und wenn sie sich versehentlich anrempeln, sagen sie Sachen wie: Erich, alles im Lot? Muss. Was macht die Elke? Ist wie immer. Yo, die beste Krankheit taucht nix. Da kannst du mich für begucken. Weißt du Bescheid? Tschüss. Hammerroman. Zugegeben, da passiert jetzt nicht so viel, weil die Wölfe ja immer eingesperrt und generell doof wie eine Tüte Mücken sind, aber als Thriller mit soziologischer Subebene fand ich das eigentlich ganz schön geil. Der Verlag nicht so. Unter dem Ablehnungsschreiben stand handschriftlich: Kiffen Sie? Ich beantwortete das mit einem beinharten Roman über eine Rasse gewaltiger Riesen, die aufgrund eines Gendefekts nicht größer wurden als 1,70. Abgelehnt. Ich konterte erneut, diesmal dann mit einem Vampirroman, dessen Mythengefüge ich ebenfalls revolutionierte, denn meine Vampire schliefen, wenn es dunkel wurde, gingen tagsüber an den Strand und wurden schön braun. Sie ernährten sich auch nicht von Blut, sondern, verschlagen wie sie waren, von Lebensmitteln. Eine tückische Spezies, die raffiniert genug war, niemandem ein Haar zu krümmen. Die ultimative Bedrohung. Gewarnt von den Unbillen der Jahrtausende, legten sie die Bezeichnung Vampir ab und nannten sich Die Leute. Und so hieß dann auch der Roman. Die Leute. Das erschien mir kurz darauf zu soft. Ich benannte das Buch mehrmals um in Die Leute des Todes. Tagsüber kommen die Leute. Und der beste und bedrohliche Titel: Wenn heute Leute läuten, mach nicht auf. Wurde auch abgelehnt. Wird alles abgelehnt.
Und jetzt schreibe ich nur noch Texte mit philosophischem Ansatz, wie man sieht. Ich suche Antworten auf die drängenden Fragen des Seins, zum Beispiel, wie lange bleiben Drogen eigentlich im Balch, wenn man nicht mehr kifft? Ich bitte um Antworten per Mail und wer was Hilfreiches weiß, kriegt ein Bier. Musst du dir aber selber vom Balkon holen, weiß ja. Schakale. Danke. Ich habe immer so eine Top 3 meiner Lieblingswitze mit. Pass auf Platz 3 ist einer, den habe ich von Jürgen von Lippe gehört. Der war Weltklasse. Pass auf. Ein Biber geht so am Fluss vor, so ein bisschen drum, sieht einen Hasen, der Hase ist am Kiffen. Der Biber so, hör mal Hase, bist du am Kiffen? Das ist richtig. Gib mir was ab. Nee, ich hab nur noch für einen Monat was, das geht nicht. Dann lass mich wenigstens ziehen. Ja, pass auf, Biber, sagt er. Du kannst einmal ziehen, aber geh direkt, nachdem du gezogen hast, in den Fluss rein. Auf der anderen Seite gehst du wieder raus und atmest aus. Dann knallt das richtig. Der Biber, jo, ist eine gute Idee. Er zieht in den Fluss, auf der anderen Seite kommt er wieder hoch. Alter Falter. Das knallt. Guck, da sieht ein Nilpferd. Das Nilpferd, hör mal, Biber, hast du gekifft? Hm? Gib mir was ab. Ich hab nichts mehr, aber der Hase, der hat einiges noch. Also, geh rüber, der lädt dich ein. Ne? Nilpferd rüber, auf der anderen Seite kommt er hoch, sagt der Hase, Biber, ausatmen! Ausatmen! Auf Platz 2. Ich liebe solche Witze. Total geil. Ich erzähle manche Witze nicht. Ich habe eben schon erzählt, du kannst manche Witze nicht erzählen, wie zum Beispiel die beiden, ich habe einen Puff aufgemacht. Ja, und die Preise? Ja, oral 30, anal 50. Und normal habe ich noch keine Angestellten. Ja, dann überlegst du, ob du die machen kannst. Ne? Ja. Darum habe ich die nicht gemacht. Auf Platz 2. Auto wird angehalten. Sagt der Polizist, ihr Auspuff hängt runter, kostet 30 Euro. Oh, die wollten in der Werkstatt 250. Das geht. Ja? Und auf Platz 1 ist im Moment wirklich mein Lieblingswitz. Eine Frau geht in eine Zoofachhandlung und sagt zum Zoofachgeschäftsbesitzer: Hallo, Zoofachgeschäftsbesitzer. Hören Sie mal, meine beiden Töchter, die sind jetzt so alt, die kommen erst spät nach Hause, die haben beide einen Job. Mein Mann, der kommt noch später nach Hause. Mir ist langweilig. Ich möchte ein Tier, mit dem ich reden kann. Jo, wir haben hier einen Papagei. Muss aber sagen, den haben wir aus dem Puff. Ja, also, der hat manche Sprüche, da sollte man vielleicht drüber weghören. Was kostet denn der? Der kostet 30 Euro. Dafür nehme ich den mit. Nimmt den mit nach Hause, macht das Verdeck hoch, der Papagei so. Neuer Puff. Neue Puffmutter. Hey. Irgendwann kommen die beiden Töchter nach Hause, der Papagei so. Neuer Puff, neue Puffmutter, neue Nutten. Irgendwann kommt der Mann nach Hause. Hallo Jürgen. Ja, Sie kennen ja mittlerweile, seit einigen Tagen haben wir hier unsere große Aktion gegen Drogen unter dem Motto: Wir kiffen, wir kiffen, wir kiffen. So, und das wollen wir heute mal live machen. Deswegen muss ich mich mal jetzt gerade auch erstmal in die richtige Montur werfen, damit wir hier glaubhaft als Verfechter des gesunden Lebens rüberkommen. So, das noch hier. Und Ihre Aufgabe jetzt, meine Damen und Herren, ist es nämlich, mir Namen von Prominenten zuzuwerfen, ja, die ich dann spontan in das Lied einflechte, ja? Zum Beispiel, Sie kennen das Lied und mittlerweile ja, es geht ungefähr so. Also ein Reim zum Beispiel wäre. Was? Ach so, ein Mikrofon. Ach so, ja.
Zum Beispiel, und der gute Edmund Stoiber, und man nennt auch, wie? Und man auch nennt man den Edmund Stoiber in Fachkreisen nur den Betäuber, zum Beispiel, ja? Also, wenn Sie einen prominenten Namen haben, so, jetzt will ich langsam, oder? Ich sehe zwar nichts mehr, aber sieht gut aus. So, ich komme jetzt gleich mal zu Ihnen. Können wir mal unser Tor aufmachen, damit unsere Band schon mal leise anfangen kann zu spielen? So, und bitte. So. Möchte noch eine Pizza mit Nutella? Alles klar da hinten? So, Moment. Klatschen können Sie gleich. Ja? Ich brauche jetzt erstmal von Ihnen Namen. Was? Feldbusch. Ja. Feldbusch. Was? Heidemarie Wiczorek-Zoll. Gut, ich nehme jede Herausforderung an. Heidemarie. Was? Dieter Bohlen. Moment, ich muss ja so schnell kann ich gar nicht schreiben. Dieter Bohlen. Langsam, ich muss erstmal Heidemarie Wiczorek Zoll. So, was noch? Ulla Kock am Brink. Gut hier, sehr gut. Ulla Kock am Brink. Ulla Kock am Brink. Was noch? Was? Buntspecht? Buntspecht? Prominente wollten wir eigentlich wissen. Aber ich nehme auch Buntspecht. Kein Problem. Rudi Carell hatten wir schon. Ja? Stopp! Heino! Sehr gut. Heino! Rudi Carell hatten wir schon. Rudi Carell Strophe ging folgendermaßen. Wie ging das noch, Rudi Carell? Ging das nicht so? Und es ist bekannt, Rudi Carell. Ging so, genau. Ist Chef vom Coffeeshop-Kartell. Das war Rudi Carell, genau. Also jetzt hätten wir hier Heidemarie Wiczorek-Zoll, Ulla Kock am Brink, Buntspecht und Heino, habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Okay, ich versuch's mal damit. So. Sie können sich ja schon mal ein bisschen warm machen mit. So. Da, 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 Heidemarie Wiczorek-Zoll. Also ich probier's jetzt mal. Da, 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 da. Und auch Heidemarie Wiczorek-Zoll. Die findet Kiffen richtig geil. Und auch die Ulla Kock am Brink. Die zieht sich gern mal so ein Ding. So jetzt, Buntspecht. Und auch der Buntspecht draus im Wald. Ist Tag und Nacht nur zugeknallt. Jetzt Heino, Moment. Und auch der gute alte Heino spürt vom Kiffen kaum noch seine Beine. Da, 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 da. Und alle. Da, 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 da. Da 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 da. Okay. Heino war so lala. Gut. Der Heino war so ein bisschen gedrückt, ne? Der gute alte Heino spürt davon kaum noch seine Beino, aber man kann es durchgehen lassen. Naja, gut. Sie sind doch echt nicht mehr ganz dicht, Pastewka. Wer ist da? Ich rufe genau jetzt die Polizei. Mann, ich bin's, Kim. Darf man fragen, was ihr hier macht?
nichts. Sag mal, ist das Marihuana oder was? Nee, Basilikum. Kim, ich bin extrem enttäuscht von dir. Da hätte ich wirklich mehr von dir erwartet. Ja, was willst du denn jetzt? Komm, gib das Zeug her und zwar alles. Ich guck nicht zu, wie meine Nichte drogenabhängig wird, wenn du es nicht schon bist. Ich bin nicht drogenabhängig. Mann, wir rauchen hier einen Joint. Ja, erst ist es ein Joint. Und dann ist es hier dieses, hier das, was sie verboten haben, diese Kräutermischung. So, komm, gib das Zeug her oder ich sag's deinem Vater. Boah, du Arsch! Ey, wie mies kann man sein? Hat der früher nie gekifft? Nee, der ganz bestimmt nicht. Das Härteste, was er hier genommen hat, ist eine halbe Aspirin und Fencheltee. Jedenfalls raube ich keine unschuldigen Leute aus und nehme ihnen die Autoreifenkekse weg und so. Was? Das geht mir so. Sag mal, dafür hast du Geld. Aber bei Hagen meckerst du, wenn er dir nicht genug für einen Führerschein gibt. Ja, wenn Papa mir genug Geld für einen Führerschein geben würde, müsste ich das Zeug auch nicht verticken. Das ist immer besser hier. Ja, krieg du mal 1000 Euro zusammen für einen Führerschein als Schülerin. So argumentieren nur Süchtige. Ehrliche Arbeit scheint keine Option mehr zu sein. Ja, super, jetzt kann ich mir meinen Führerschein abschminken, oder was? Vielen Dank, lieber Onkel Bastian. Mann! Faszinierend, oder? Eben bin ich runtergegangen, jetzt gehe ich wieder hoch. Da würde ich auch staunen. Die fünf gängigsten Kiffertypen. Typ 1, der Laberkiffer. Hör mal, wusstest du, dass Elche keine Kniegelenke haben und deswegen im Stehen gelehnt am Baum schlafen müssen? Laberkiffer sind im Alltag introvertierte und ruhige Persönlichkeiten, die erst durch den Marihuana-Rauch extrem redselig werden. Wohingegen andere Menschen durch übermäßigen Haschischkonsum sehr schnell sehr müde werden. In Kombination für beide eher unbefriedigend. Spielt auch keine Rolle. Jedenfalls mache ich eine Herrenboutique in Wuppertal auf und darum brauchen wir die D-Mark zurück. Typ 2, der Fresskiffer. Marihuana regt außerordentlich den Appetit an. Vor allem in der Medizin wird die Droge eingesetzt, um Menschen mit Unterernährung zum Essen zu motivieren. Gesunde Konsumenten sollten versuchen, Fressflashs unter Kontrolle zu halten. Denn bei der Nahrungsaufnahme versteht dieser Kiffer keinen Spaß. Es geht ihm nur um die stumpfe Befriedigung seiner eigenen Fressattacke. Das ist weder schön anzusehen, noch besonders würdevoll. Typ 3. Der hängengebliebene Kiffer. Der hängengebliebene Kiffer hat in seiner Jugend so viel Gras geraucht, dass sein Hirn auf Jahre in THC konserviert bleibt. Wenn wir früher keine Blättchen hatten, dann haben wir Erdloch geraucht. Der hängengebliebene Kiffer verfügt aber nicht nur über ein erheblich eingeschränktes Sprachzentrum. Auch das Reaktionsvermögen ist durch jahrelangen Graskonsum etwas verzögert. Hey. Fang mal. Ah, fast. Kiffertyp 4. Das Lachflash-Opfer. Konsumenten erleben häufig sogenannte euphorische Lachflashs, die sich über mehrere Minuten hinziehen können. Sie lachen grundlos über alles und jeden und können sich vollkommen in dieser Stimmung verlieren. Lachflash-Opfer deshalb, weil die euphorische Stimmung schlagartig in Depressionen übergehen kann. Kiffertyp 5. Der Erleuchtete. Diese Glücklichen haben nach jahrelangem Konsum von Hasch die Erleuchtung und sprechen Dinge aus, die viele nur denken, aber niemals zu sagen wagen würden. Ey, die beste Band der Welt. Die allerbeste Band der Welt. Und du kannst sagen, was du willst. Die beste Band ist und bleibt Aerosmith. Aerosmith, Alter, überleg mal, was die alles gemacht haben. Da fällt mir, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Überleg mal. Amazing zum Beispiel. Alter, amazing. Yes, amazing. Saying a prayer for the Ja, ist mit die beste Platte, muss man sagen. Ja, was geht? Was geht? Ich kiffe. Ich wollte damit aufhören.
Aber ihr wisst ja, wie es ist, Dinge hinzukriegen, wenn man bekifft ist. Für die, die es nicht wissen, Kiffen ist so ein Zustand, wo man sich so tiefgründige Fragen stellt, wie: Warum bin ich bekifft? Ich glaube, ich habe echt einen Witz vergessen. Es ist echt schwer, Dinge hinzukriegen, wenn man bekifft ist. Das Schwerste ist daten. Das ist anstrengend, bekifft zu daten. Ich werde dann immer so paranoid. Warum mag die mich? Irgendwas stimmt doch nicht mit der. Vielleicht arbeitet die für die GEZ. Und dann stellt sie so Fragen wie: Und? Schaust du auch gerne Filme? Und du überreagierst voll. Ich hab dir doch gesagt, ich hab keinen Fernseher. Deswegen dachte ich, es ist besser, mit einer Kifferin auf ein Date zu gehen. Weil dann sind wir wenigstens das gleiche Paranoia-Level. Das habe ich einmal probiert und das war auch nicht so cool. Die hat die ganze Zeit einfach nur gefressen. Und dann ist sie eingeschlafen. Der Sex war trotzdem nicht schlecht. Das beklatscht ihr. Kiffen ist ja illegal. Was heißt, wenn du was zu kiffen besorgen willst, musst du dich ins kriminelle Milieu begeben. Du musst die ganzen coolen Sprüche drauf haben, wie: Sehe ich so aus wie ein Bulle oder was? Ist ja nicht so schwer, Kiffer zu erwischen. Spätestens am Kiosk, wenn sie diese langen Blättchen kaufen. Ich meine, es gibt niemanden, der da steht und denkt: Ach, der Typ, der raucht einfach gerne richtig lange Zigaretten. Ich frage mich, wenn die Kiffen legal machen, ob die auch so diese Warnhinweise wie bei Zigaretten auf die Verpackung machen. Ich meine, es ist noch niemand am Kiffen gestorben. Ich frage mich, was sie dann draufschreiben. Achtung, macht extrem chillig. Oder in England haben die auch so Bilder von so einer schwarzen Lunge oder so. Vielleicht haben die dann so ein Bild von einem Typ auf einer Couch mit einer Chipstüte auf dem Kopf. Ich habe endlich einen guten Dealer gefunden. Bio. Man muss ja auf seine Gesundheit achten. Aber ich habe Angst, zu dem Dealer zu gehen, weil du kannst da nicht einfach nur hingehen und wieder gehen, weil sonst fällt es auf, weißt? Deswegen musst du da eine Weile bleiben. Und wie es so kommt, müssen immer mehrere Leute eine Weile bleiben. Und es sind alles Kiffer. Also wird gekifft. Das sind aber so krasse Kiffer, weißt? Ich habe gedacht, ich bin krass. Aber die sind noch viel krasser. Die rauchen so riesen, die bauen so riesen Joints, so. Ja, so wie Karotten. So riesen Karotten-Joints. 4 bis 5 in der Runde. Ich bin dann so bekifft, kann mich kaum bewegen. Meine Gedanken sind nur so. Irgend so eine Tierdoku läuft auf dem Fernseher ohne Ton. Kannst dich nicht bewegen. Eine Runde geht, die nächste kommt. Und so können Jahre vergehen. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich hier oben bin, aber ich
glaube, ich muss gehen. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe ein Drogenproblem. Dieses Low nach dem High, wenn du 3 Tage lang deine Wohnung nicht mehr verlassen willst, weil du immer das Gefühl hast, so eine pechschwarze Wolke über dir zu haben und es nichts gibt, was deine Stimmung wieder hebt, das habe ich nicht. Mittlerweile sehe ich meinen Dealer öfter als meine Mom. Letztens war er bei mir und hat mich gefragt, was gewaschen werden muss. Ein Kumpel von mir arbeitet in einem veganen Tierheim und ich mache das hier. Das heißt, wir haben beide sehr viel Zeit und wir kiffen wie die Brezeln, das ist unser Ding. Ne? Nur er ist so ein Typ, egal wie bekifft er ist, man sieht es ihm nicht an. Man sieht es ihm einfach nicht an. Er könnte bekifft in jede Bank gehen, er würde jeden verdammten Kredit bekommen. So ein Typ ist das. Ne? Wenn ich bekifft in eine Bank gehe, Alter, ich laufe erstmal gegen die Glastür. Ey, ne? Letztens, ich laufe so nach Hause, high as a kite. Und mir kommen so 2 Typen entgegen. Ne? Und natürlich versuche ich es dir nicht so direkt anmerken zu lassen. Ne? Das heißt, ich bin erstmal den aufrechten Gang gewechselt, habe das Singen aufgehört und dann bin ich ganz souverän an den beiden vorbei. Und als ich dachte, Robert, hast du echt gut gemacht, höre ich wieder einen, der sagt, Alter, hast du das gesehen? Ein blonder Chinese. Ja, ich habe auch gelacht. 3 Tage lang. Das Ding ist, ich versuche gerade ein bisschen weniger zu rauchen. Wenn du ganz viel rauchst und dann ganz wenig, fängst du an, ganz seltsam zu träumen. Ne? Ich habe letztens geträumt, dass ich mir die Hände eincreme und die Creme einfach nicht einzieht. Und da hat mein Kumpel gesagt, Robert, ich glaube, du hast Angst, dass dir dein Leben durch die Finger rinnt. Ich so, nein, ich habe Angst, dass ich aus Teflon bin. Ja? Ich komme aus Würzburg und mein Heimweg führt mich durch die Philipp-Schrepfer-Allee. Ich laufe diese Allee entlang letztens, rauche eine Zigarette. Und das ist so ein Baum mit so einem Astloch. Ne? Und ich denke mir so, Robert, wie cool wäre es denn, wenn du deine Zigarette so ganz cool ins Astloch schnippen könntest. Ne? Und ich versuche das und zack, genau rein. Zu Hause schlafe ich ein und dann träume ich, dass wegen mir der verdammte Baum abbrennt. Und danach die gesamte Allee wegen mir. Und dann heißt im Radio, letzte Nacht ist in Würzburg die Philipp-Schrepfer-Allee abgebrannt. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wurden mehrere Zeugen befragt. Gesucht wird ein blonder Chinese. Freunde von früher haben mir mal geraten, Robert, bisschen weniger kiffen, bisschen weniger Drogen. Und genau die gleichen Leute sind jetzt in irgendwelchen Führungspositionen, machen Kohle ohne Ende. Und da frage ich mich, wer lacht jetzt? Kennt ihr das? Ihr hockt in der U-Bahn und da steigt jemand aus und ihr denkt euch, fuck, jetzt bin ich der Assi. Ja, frohes neues Jahr übrigens, ne? Ich hab auch Vorsatz für dieses Jahr, habe ich mir einen Vorsatz gemacht, ich habe aufgehört zu kiffen. Ja, und ich, ja, yeah. Ich glaube, ich bin so über den Berg drüber. Woran merkst du, dass du über den Berg drüber bist? Wenn du mit einer Sache aufgehört hast und du fängst an, die zu hassen, so. Und ich hasse das, wenn ich Gras rieche. Einfach so. Ich hasse das. Neulich stand ich am Hauptbahnhof, 3 Jungs sich einen Joint am Teilen. So ganz normal, als ob es erlaubt wäre in Deutschland. Ja, so reichen den Joint rum. Ich gucke so 200 Meter weiter, steht die Polizei. Ich sage, ich gehe zu den Bullen. Bin ich zu den Bullen gegangen. Ich so, Officer, Wachtmeister, da rauchen sich welche einen Joint, wollen sie nichts dagegen tun? So, die Polizei zu denen hingegangen, ich mich so in die Ecke verpisst, so. Und zieh mir das rein, sind die so voll am Durchsuchen, ziehen denen die Schuhe aus, nehmen die Ausweise, nehmen denen das ganze Gras weg, hat mich so richtig an mich selbst erinnert, so. Fand ich richtig cool, so, ich zieh mir das rein, lassen die da so liegen, so, die 3 Jungs voll deprimiert, ich aus meinem Versteck wieder raus, so, ich so, scheiß Bullen, ne? Die Jungs so, ja, scheiß Bullen, ey! Ich so, haben die euch euer ganz Gras weggenommen? Die so, ja, Mann! Wollt ihr was kaufen?